Hey Leute, dass ich dieses Video mache, kommt für mich selbst etwas unerwartet, denn als die ROG Ally vorgestellt wurde, war ich ehrlich gesagt nicht interessiert. Es sah halt aus wie so eine Nintendo Switch, einen Steam Deck Klon nur mit Windows. Sicherlich ein cooles Gerät, aber ich bin nicht die Zielgruppe. Dachte ich zumindest, aber die ROG Ally ist so ziemlich das technisch beeindruckendste, was ich in letzter Zeit getestet habe. Mal abgesehen von Apple Vision Pro. Aber was ist die Asus ROG Ally eigentlich genau? Sie ist im Grunde ein starker Gaming-PC, den man mitnehmen kann. Wie stark, fragt ihr? Nun, der AMD Z1 Extreme erreicht bis zu 8,6 Teraflops an Grafikleistung. Das ist das 2,4-fache eines Apple M2. Die PlayStation 5 ist nur ein kleines bisschen stärker und die Nintendo Switch ist gerade mal ein Neuntel so stark. Außerdem gibt es 16 GB RAM und 512 GB PCIe Gen 4 SSD. Das ist eine nie dagewesene Leistung in einem so kompakten Gehäuse und das wirklich Verrückte ist, man hört den Lüfter nicht. Der ist so unglaublich leise. Doch bevor ich näher auf das Spielerlebnis eingehe, möchte ich noch ganz kurz über das Design sprechen und davor dem Sponsor von diesem Video hier danken und das ist notebooksbilliger.de, wo ihr nicht nur die ROG Ally kaufen könnt, online oder offline in einem der vielen Stores, nein, dort sind gerade auch die Black Weeks und das bedeutet, es gibt bis zu 60% auf ausgewählte Artikel. Sogar das gerade eben erst vorgestellte 15 Zoll MacBook Air ist momentan bis zu 130 Euro günstiger. Außerdem hat Notebooks Billiger so ziemlich jedes Smartphone, so ziemlich jeden Monitor, so ziemlich jedes Smart Home Gadget und, ihr dachtet es euch schon, so ziemlich jedes Notebook. Vielleicht braucht ihr ja gerade eine neue SSD. Die Samsung 980 Pro mit 2 TB gibt es gerade zu einem Tiefpreis von 131,90 Euro. Das sind gerade mal 7 Cent pro Gigabyte. Das ist unglaublich. Ein Link zu Notebooks Billiger ist unten in der Videobeschreibung. Die Ally ist größentechnisch zwischen einer Nintendo Switch und einem Steam Deck einzuordnen. Mit 600 Gramm etwa doppelt so schwer wie eine Switch, aber 60 Gramm leichter und flacher auch als ein Steam Deck. Ich war eine Woche unterwegs und hatte in meinem Rucksack 2 Kameras, 2 Objektive, ein Over-Ear-Kopfhörer, Ladegeräte, MacBook und trotzdem hat die Ally noch reingepasst. Sie ist also echt transportabel, wenn auch nicht so transportabel, dass sie nur in eine Jackentasche passen würde. Das gesamte Gehäuse besteht aus diesem matten weißen Kunststoff und die Verarbeitung ist voll okay. Sie ist nicht schlecht, aber auch nicht auffallend gut. Allgemein finde ich das Gaming-Design immer etwas cringe, aber hier hält es sich zumindest zurück. Trotzdem hätte ich ein noch etwas freundlicheres, weicheres Design besser gefunden. Vorne ist ein großes 7-Zoll-Display, das von Gorilla Glass Victus geschützt wird. Daneben sind die Tasten, die von der Belegung an die Xbox-Controller angelehnt sind und oben gibt es dann noch Schultertasten, 2 Lüfter und einen Micro-SD-Karten-Slot, um den Speicher zu erweitern. Außerdem ist der USB-C in einem größeren Anschluss, der für externe Grafikkarten da ist. Man kann hier einfach mal eine RTX 4090 anschließen. Die selbst kostet aber ein Vielfaches von der Ally. Etwas doof finde ich, dass der Kopfhöreranschluss auch oben ist. Das Kabel hängt dann irgendwie doof im Weg rum. Es gibt Front-Stereo-Lautsprecher und sie klingen erstaunlich räumlich, könnten aber etwas mehr Bass vertragen. Sie wirken etwas flach und leer. Ich kenne Tablets, die besser klingen. Das Display ist auf jeden Fall ein Highlight. Die Pixeldichte ist höher als bei einem 27 Zoll 4K-Monitor. Die Helligkeit mit 500 Nits ist gut und der Kontrast auch. Die Farben sind deutlich akkurater als die des Steam Decks und es gibt sogar VRR, damit sehen die Spiele dann noch flüssiger aus. Es ist zwar leider kein OLED, aber dafür gibt es 120 Hertz. Touch wird unterstützt und es gibt einen Fingerabdrucksensor, der bei mir irgendwie nicht funktionieren wollte. Die Software hier drauf ist Windows 11. Also wirklich komplettes Windows 11 mit einfach allem, sogar Office-Programmen und man kann halt wirklich alles darauf installieren, so wie man das halt auf einem Windows-Rechner machen kann. Windows ist aber nicht für 7 Zoll optimiert und deswegen sind viele Elemente viel zu klein. Asus umgeht das Problem aber ein bisschen durch den Game Launcher, in dem die Ally automatisch startet. Dort ist dann alles so, wie ich das erwarten würde von einem portablen Handheld. Man kann die Software gut bedienen mit dem Touchscreen oder den Joysticks. Trotzdem hatte Windows noch ein paar böse Überraschungen für mich parat, über die ich gleich noch ausführlicher sprechen möchte. Aber 99% der Zeit sieht man sowieso nichts von der Software, weil man in einem Spiel ist. Okay, reden wir über Spiele. Es gibt sie einfach alle. Wirklich jedes Spiel, was ihr euch vorstellen könnt, existiert für Windows und deswegen auch für die Ally. Es gibt den Xbox Game Pass, wo man für 10 Euro im Monat über 400 Titel spielen kann. Es gibt natürlich Steam und dementsprechend die Library und etliche Emulatoren für ganz alte Titel. Inzwischen gibt es ja sogar ein paar Sony-exklusive Titel, heißt The Last of Us oder Uncharted, kann man jetzt auch auf PC spielen. In meiner Erfahrung funktionierten die Spiele am besten, die man mit einem Gamepad spielen kann. Minecraft oder irgendein komplexer Multigame-Shooter,
die sind eher nicht so gut. Aber alles, was Third Person ist und ein bisschen langsamer oder ein Rennspiel, das ist genial. Ich liebe die Batman Arkham Spiele und die liefen hier drauf einfach perfekt. Aber auch Portal 2, Hitman, GTA oder Death Stranding. Ich bin so süchtig geworden und habe jede Gelegenheit genutzt, um mit der Ally Zeit zu verbringen. Die Grafikeinstellungen bei allen Spielen waren maximal. In Full HD mit mehr als 60 FPS. Es gibt eine Art Gaming-Modus auf dieser Taste und dann kann man Dinge wie den Leistungsmodus wechseln, den Touchscreen deaktivieren, die Auflösung zwischen HD und Full HD wechseln oder sogar die Bildwiederholrate begrenzen, um konstantere Performance bzw. einen geringeren Akkuverbrauch zu haben. In dem Monat, wo ich die Ally genutzt habe, gab es wirklich etliche Updates und sie haben die Performance auch noch mal etwas optimiert. Aber ganz ehrlich, man muss erstmal ein Spiel finden, was grafisch hier nicht auf den maximalen Einstellungen läuft. Es ist unfassbar beeindruckend. Es ist so, dass die meisten Spiele auf Full HD mit mindestens 60 FPS laufen. 120 FPS jedoch sieht man eher selten, eigentlich nur im Betriebssystem oder in simplen Titeln. Mich hat das so beeindruckt. Ich kann grafisch vollwertige, beeindruckende Spiele immer dabei haben, mit riesigen Welten, tollem Charakterdesign, ausgeklügelten Handlungen und talentierten Synchronsprechern. Man kann das in keinster Weise mit Smartphone-Spielen vergleichen. Das ist wie ein Kinofilm mit einem TikTok zu vergleichen. Die 512 GB SSD war mehr genug Speicherplatz für meine 8 bis 10 Spiele, man kann sie aber wie gesagt erweitern. Auch cool ist, dass man die Ally als vollwertigen Computer nutzen kann, mit Maus und Tastatur. Es läuft ja auch volles Windows drauf. Was mich zu meinen Kritikpunkten bringt, und der größte Spielverderber ist definitiv Windows und das sowohl optisch als auch funktional. Es will plötzlich Updates machen und manchmal sogar im BIOS, was echt gruselig für ungeübte Windows-Nutzer sein kann. Und es kann manchmal so kompliziert sein, etwas zum Laufen zu bringen, weil man irgendwie ein oder zwei zusätzliche Programme installieren muss. Und es ist natürlich viel, viel umständlicher alles, als das bei einer Nintendo Switch der Fall ist oder bei einem Steam Deck. Außerdem ist die Software vom Steam Deck äußerst gut optimiert und deswegen laufen Spiele auf der Ally nur 20-50% schneller, obwohl die schiere Grafikleistung eigentlich 5-mal höher ist. Besonders im Energiesparmodus schließt sich die Lücke zwischen den beiden. Wenn man die Ally jedoch eingesteckt nutzt wiederum, dann hat sie sehr viel mehr Performance, fast doppelt so viel, wie wenn man sie über den Akku nutzt. Und über diesen Akku müssen wir reden, aber nur ganz kurz, denn die Laufzeit ist auch nur wirklich ganz kurz. Im Turbo-Modus, den man braucht, wenn man sehr aufwendige Spiele spielt, etwa eine Stunde. Im Performance-Modus 1,5 Stunden. Im normalen Energiesparmodus, da hält sie dann circa 2 Stunden. Selbst wenn ich nur Netflix-Inhalte schauen würde, würde ich nie im Leben auf die 8 Stunden kommen, die Asus verspricht. Natürlich hätte ich gern mehr Akkulaufzeit gesehen, aber andererseits spiele ich sowieso nie mehr als eine Stunde am Stück und meist bin ich dann in der Nähe einer Steckdose, sei es im Flugzeug, im Zug oder einfach zu Hause auf dem Sofa. Und aufgeladen wird super schnell über das beiliegende 65 Watt Netzteil. In 30 Minuten auf rund 60%. Es gibt zwei Dinge, die mich am Akku mehr gestört haben als die Laufzeit selbst. Und das ist erstens die Wärmeentwicklung. Wenn das Ding auflädt, wird es eigentlich ziemlich warm. Man fasst es an, es ist warm und es fühlt sich einfach ungut an. Ich weiß nicht, ob da ein Verschleiß stattfindet, aber es ist kein beruhigendes Gefühl, sagen wir mal so. Und zweitens, die Akkulaufzeit ist ziemlich unvorhersehbar. Manchmal beende ich ein Spiel nicht extra. Ich drücke einfach nur hier oben auf den Power-Button und erwarte, dass das Display schwarz wird, so wie bei einem Smartphone. Und das ist auch der Fall, aber im Hintergrund läuft das Spiel dann immer noch und verbraucht kontinuierlich Akku und dann will ich das Ding eine halbe Stunde später benutzen und es ist einfach komplett leer. Und sowas ist häufiger passiert, dass ich die Konsole benutzen wollte und sie war plötzlich einfach leer und ein bisschen warm und das ist entweder ein Bug und der kann noch gefixt werden oder es ist halt einfach die Schuld von Windows und man kann nichts dagegen tun. Ich weiß es nicht. Und auch, dass ich diese RGB-Ringe um die Joysticks herum nicht wirklich deaktivieren kann, nervt mich. Ich habe wirklich vieles versucht, aber manchmal leuchten sie einfach auf und manchmal geht auch einfach so das Display beim Aufladen an und geht dann nicht mehr aus und das hat mich mal nachts sogar geweckt. Und allgemein dieses Ausschaltverhalten, ich verstehe es einfach nicht. Manchmal ist die im Ruhemodus, manchmal ist sie komplett aus, manchmal ist sie irgendwas zwischendrin. Es ist nicht, wie ich das von einem Smartphone gewohnt bin. Da mein Testgerät einige Wochen vor Marktstart bei mir ankam, könnte es sein, dass das in der finalen Version anders aussieht, aber manchmal sind bei mir der X- und der A-Knopf etwas hängen geblieben. Das war kein Riesending, aber es hat manchmal gestört. Fazit: Die ROG Ally ist das am weitesten von der Perfektion entfernteste Produkt, was ich jemals getestet habe und das heißt wirklich was.
Aber ihre Stärken sind so stark, dass sie tatsächlich über ihre Schwächen hinwegtrösten kann. Also das Display ist schön, der Speicher ist großzügig, die Performance ist unglaublich und der Lüfter eigentlich nicht hörbar. Es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Produkt und ich kann volle Windows-Spiele hier drauf einfach unterwegs spielen und es geht immer noch nicht ganz in meinen Kopf rein und ich finde das einfach herrlich. Ich finde auch den Preis von 800 Euro, der über einer Switch und über einem Steam Deck liegt, eigentlich voll fair, denn Asus verdient nicht wie Nintendo oder Steam im Nachhinein noch Geld mit den Titeln. Sie verdienen das Geld wirklich nur mit der Hardware und die Hardware ist unfassbar beeindruckend. Die ganzen Fehler sind ärgerlich. Ich weiß auch nicht, ob die jemals ganz behoben werden, aber ich bin bereit, sie einzugehen, denn für mich war es wirklich schön, 45 Minuten beim Zahnarzt zu warten, weil ich hatte keine Langeweile oder ich habe mich schon sehr auf meinen langen Flug in die USA gefreut, einfach weil ich wusste, cool, ich kann meine Lieblingsspiele spielen und dieses Gerät ist vielleicht genau richtig für die Zielgruppe, die Gaming zwar ernst nimmt, aber nicht zu ernst und scheinbar bin ich genau diese Zielgruppe und deswegen habe ich dieses Ding extrem positiv überrascht. Das war's von diesem Video. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.